Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. 1970. Wir sind wieder auf dem VC20, auf dem WIG 20. Da ist es. Centipede für den WIG 20. Und wir starten einfach mal. Ihr seht von Atari Soft, die haben also auch eine Menge Sachen dafür portiert. Ja, ich hab da jetzt. Ich möchte einfach starten. So, ihr seht. Ja, man könnte so sagen. Die Leute, die die Arcade-Fassung kennen oder die die 2600er-Fassung kennen, es hat so was wie eine schlechte Basic-Portierung von Centipede. Also ich glaube, ich kenne, ich würde sagen, auf Anhieb, glaube ich, 5 oder 6 Versionen, die für mich jetzt besser wirken als die hier, weil es wirkt so ein bisschen eben, naja, nachprogrammiert halt, ne? Aber es steuert sich ganz okay. Da kann ich mich nicht beschweren. So, wir gucken mal einfach, dass wir hier mal den 100-Füßler und nicht den 1000-Füßler, weil den kriegen wir nur beim Millipede, mal einfach auseinandernehmen. Für die Leute, die das Ding tatsächlich nicht kennen, was ich nicht glaube, gibt es eigentlich gar nicht. Ja, es geht darum, diesen 100 Füßer zu erlegen in diesen, ich weiß gar nicht, war das irgendein so Space Garden oder irgendeine, so ich war glaube ich auch irgendwas, wenn ich mich richtig an die tolle Anleitung erinnere, glaube ich auch wieder irgendwas wie in Space. Ich meine, es war damals sowieso alles in Space. Ich meine, wie viele Milliarden Titel gab es mit Space drin? Also kann man glaube ich wahrscheinlich ein ganzes Jahr Videos mitmachen. Uah, so. Läuft ja. Boah, jetzt geht das Ding wieder in die Knie. Boah. Also richtig, richtig portiert ist es nicht. Oh, wir haben Freileben. Das mit dem Soundsample von Custer's Revenge. Nein, Custer's Revenge gibt es, glaube ich, auf dem VC20 nicht. Wahrscheinlich schreibt jetzt der Hyrule Game Lord, ja, da gibt es eine Homebrew-Fassung. Bin ich wahrscheinlich auch nicht so geil drauf. Schickt er mir wahrscheinlich Biede mit Idem oder wie das Ding heißt. Googelt nicht danach. Das ruiniert nur eure Gesundheit. Nicht hören, was der alte Mann hier sagt. Nicht gut. Macht, lernt einen richtigen Job. Macht die Schule zu Ende. Endet nie so wie ich. So. Komm hier. Von der Visual, ja, ich zock diese Games wirklich. Na komm. Ah. Centipede natürlich großartig, wer die Chance hatte, das mal. Also ich weiß, ich kenne noch einen Automaten, der hatte auch schon einen ganz normalen Controller. Ich glaube, das waren wahrscheinlich die späteren Sets. Aber das konnte man auch mit so einer Art Trackball oder sowas zocken, wenn ich das noch richtig weiß. Ich habe es, glaube ich, mal irgendwo gesehen, aber das habe ich leider noch nicht zocken dürfen. Da war ich dann selbst. Und jetzt lachen mal ein paar Leute. Da war selbst ich zu jung. Ich weiß, war gerade kurz die Erfindung des Farbfernsehens und dann macht ihr solche Witze, aber. Ah. Komm. Guck mal, wo Bartel den Most holt. Ah, komm, weg mit dir. Boah! Alter, geht das in die Knie. Meine Güte. Weiß ich nicht. Hier wieder eine Frage. Shadow Nose oder so, du weißt das doch bestimmt vielleicht. Kann man das irgendwie umgehen mit der RAM-Erweiterung? Oder ist es hier ein bisschen so eingestellt auf Otto Normal? Geht das in die Knie? Das ist aber heftig. Boah, Alter. Alter. Das sind wahrscheinlich viel zu viele Sachen auf dem Screen. Ich muss sie erstmal alle weghauen. Sonst wird das hier nichts. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich so. Viele Sachen auf dem Screen.
Und dann geht er hier in die Knie. Also auch das ist spielbar, aber natürlich braucht niemand irgendeine Version, die im wahrsten Sinne des Wortes bei späteren Leveln nichts mehr macht. Boah. Alter Schwede, ist das... das System instabil. Boah, ist ja fast so wie eine Bullet Time oder so. Meine Güte. Also ich weiß nicht, ob man das umgehen kann, wenn man jetzt irgendwelche Speichererweiterungen da reinkloppt. Aber ich vermute mal, dass das jetzt auch nicht unbedingt das Spiel ist, was... Boah, die Referenz... Boah, ist das... unglaublich. Alter Schwede. Boah. Hier hängt alles. Also, ja, ne? Kann auch sein, dass ich hier irgendwas von falschen Einstellungen mache. Dann gerne alle Tipps daher. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Original so wäre, weil dann würde ich mir da was, hätte ich mir schon was anderes angehört. Wobei es witzigerweise gar nicht so viel so Review-Seiten zum VC20 gibt. Ich meine, gut, es gibt in Amerika auch nicht viele Review-Seiten zum C64, das muss man dazu sagen, weil eben, wie schon gesagt, das hat der Ami nicht begriffen. Der hat ja auch den Amiga nicht begriffen. Also, was der Ami nicht kennt, das reviewt er nicht. Boah, alter Schwede, ist das heiß. Also, ist ja sicherlich eine richtig coole Version, ne? Aber... meine Güte, ist die langsam. Vorher wissen wir, ich glaube, das ist hier die NTSC-Version, die ich hier laufen lasse. Also, das kann ich auch nicht das Problem sein, dass hier irgendeiner sagt, das ist die langsame PAL-Fassung. Nein, 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 das ist die NTSC-Fassung. Boah. Aber ist wirklich genau, man merkt sofort, ne, wenn man hier die Sachen wegballert, so dass hier wesentlich weniger auf dem Screen ist, wird er schneller. Also sind das so viele Sachen, die auf dem Screen sind. Ja, das war Centipede auf dem VC20. Nicht unbedingt eine Version, die man, glaube ich, in seiner Sammlung haben muss. Aber ich sag mal, ist jedenfalls nicht uninteressant, dass es sie gibt. Aber lustig, weil das ist ja dann, wenn da noch mehr passiert, ist es ja vollkommen unspielbar. Aber egal, was willst du machen? Sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.